Eigentlich ist doch alles in Ordnung, aber. Und nach diesem Aber fallen den meisten Menschen ein riesiges Sammelsurium an Themen ein, die momentan eben doch nicht so sensationell laufen. Sei es die Partnerschaft, sei es der Job, sei es die gesundheitliche Situation, der Wohnraum, sei es die Sexualität, das soziale Umfeld. Gründe gibt es für die meisten mehr als genug, um zu sagen, irgendwie ist das hier gerade nicht mein Traumleben. Und mein Name ist Daniela Röske und ich gehörte jahrelang zu einer der größten, eigentlich, und ja, Abersagerin, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Und irgendwann habe ich gedacht, irgendwie kann es das doch nicht gewesen sein. Also irgendwie kann sich doch nicht Leben permanent so unfrei anfühlen. Irgendwie kann Leben doch nicht permanent nur aus Kompromissen bestehen. Und an diesem Punkt zu denken, ach, irgendwie muss es doch mehr geben, kommen im Laufe ihres Lebens ja relativ viele Menschen. Aber was glaubst du, tun die meisten davon am nächsten Tag? Genau, sie fahren ein und denselben Stiefel immer und immer wieder. Und wundern sich dann, warum sie morgens nicht gut aus dem Bett kommen. Wundern sich dann, warum Müdigkeit so eine dauerhafte Begleiterscheinung ihres Alltages ist. Wundern sich, warum die Zündschnur so kurz ist, dass sie permanent mit Kindern oder Partner aneinander rasseln. Wundern sich, warum sie vielleicht mehrmals den Job wechseln und trotzdem beruflich nicht glücklich werden. Und wenn du für dich gerade in deinem Leben an einem Punkt stehst, wo du sagst, ich habe so eine Idee, ich habe so eine Ahnung, ich habe den Wunsch, dass da irgendwie mehr geht, aber ich weiß nicht genau, wo ich ansetzen soll, ich weiß auch nicht so genau, wie ich es durchziehen kann, dann ist genau das hier der richtige Talk für dich und ich freue mich sehr, wenn wir beide uns live sehen.